Mit Marvel Spider-Man feiert die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ihr PS4-exklusives Konsolen-Comeback und möchte dabei am liebsten so stark sein wie nie zuvor. Entwickler Insomniac Games hat sich mit dem Superheldenspiel nämlich ein hohes Ziel gesetzt. Marvel Spider-Man soll das beste Spider-Man-Spiel aller Zeiten werden. I will not be so gentle. Gelingt dem Wandkrabbler diese Heldentat oder stürzt er wie viele andere Spider-Man-Spiele zuvor mit einem harten Klatscher auf den Boden und zerbricht an den hohen Erwartungen der Macher? Mit ihrem Superhelden-Blockbuster spinnen die Entwickler von Insomniac Games eine eigenständige Geschichte im Spider-Man-Universum, bleiben aber in einem entscheidenden Element den Comics und Filmen treu. Spidey alias Peter Parker ist ziemlich gestresst. Der mittlerweile 23-Jährige vermöbelt schon seit 8 Jahren Verbrecher im Spinnenkostüm, hält sich nebenbei mit seinem zweiten Job als Wissenschaftler über Wasser und auch privat läuft's drunter und drüber. Tante May benötigt regelmäßig seine Hilfe im Obdachlosenzentrum Feast und die Miete müsste auch mal wieder überwiesen werden. Superschurken wie der Kingpin sind nur Spideys geringstes Übel. Mit Mr. Negative alias Martin Lee und seinen Schergen von den Inner Demons taucht nämlich noch ein viel gefährlicherer Gegner auf. Mit dem darf Spidey jetzt auch noch fertig werden. So verwickelt uns das Spiel in eine spannende, witzige und emotionale Superheldengeschichte, die nicht nur an einer Stelle auf die Tränendrüse drückt. Doch was kann Marvel Spider-Man auf spielerischer Ebene? Im Open-World-Spiel stürzen wir uns in den Hochhausdschungel des New Yorker Stadtteils Manhattan, der uns schon nach der Einführungsmission komplett zu Füßen liegt. Oder eher zu Netzen. Noch bevor wir mit der Hauptstory rund um Mr. Negative und den Inner Demon so richtig loslegen, geben wir uns nämlich schon voll und ganz Spideys mit Abstand coolster Fähigkeit hin. Dem freien Schwingen durch die Spielwelt. Weil sich die halsbrecherischen Schwungeinlagen so intuitiv und flüssig steuern, geraten wir schon nach kurzer Zeit in einen nahezu berauschenden Flow. Dank Motion-Blur-Effekten, sanfter Controller-Vibration und pfeifenden Windgeräuschen entsteht dabei ein unvergleichliches Geschwindigkeitsgefühl. Auch nach 20 Spielstunden jagt uns immer noch das Adrenalin durch die Adern. Noch nie hat uns das Reisen durch eine Open World derart viel Spaß gemacht. Über den Dächern sieht Manhattan einfach blendend aus, insbesondere bei Sonnenuntergang. Ein Spaziergang auf den Straßen offenbart allerdings eine unschöne Seite der Stadt. Im Gegensatz zum spektakulär animierten Spidey begegnen uns die Passanten eher hölzern. Sie schauen uns mit ausdrucksloser Mimik an und tragen im Spiel wie in Zwischensequenzen gerne mal dieselbe Klamotte. Im Eifer des Gefechts stört uns das aber nur selten. Das hat Spider-Man seinem grandiosen Kampfsystem zu verdanken. Die Entwickler haben sich beim Grundgerüst des Kampfsystems zwar unübersehbar von den Spielen der Batman-Arkham-Reihe inspirieren lassen, finden dank Spideys speziellen Fähigkeiten aber einen eigenen Spin. Im Spinnenkostüm prügeln wir uns wesentlich agiler und flinker durch Gegnergruppen als der dunkle Ritter. Wie ein ungebändigter Gummiball springen wir von Feind zu Feind, kloppen sowohl am Boden als auch in der Luft mit Schlägen und Tritten auf sie ein. Bei gefüllter Fokusleiste erledigen wir ein Opfer unserer Wahl mit einem besonders kräftigen Kick ins Genick oder geben ihm mit einem anderen knallharten Finisher den Rest. Dank dem großartigen Trefferfeedback fühlt sich das selbst bei der x-ten Wiederholung verdammt befriedigend an. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Unsere Gadgets wie der Netzschießer, mit dem wir widerspenstige Einzelkämpfer schnurstracks an die nächste Wand kleben, geben uns noch mehr Möglichkeiten im Kampf. Die besten Momente des Spiels entstehen allerdings in der Hauptstory, nämlich in den sogenannten Blockbuster-Missionen. Hier mixt das Spiel rasante Schwungeinlagen und knackige Prügeleien mit aufregenden Script-Sequenzen. Zwar verwickelt uns Marvel Spider-Man nur in einer Handvoll davon, die haben es aber alle in sich. Du hast null Persönlichkeit, aber dein Anzug ist der Hammer. Auf Quicktime-Events verzichten die Macher hier zwar nicht, die stören aber gar nicht den Spielfluss, sondern verleihen dem Geschehen zusätzliche Dramatik. Doch so aufregend Momente wie diese sind, so belanglos spielen sich einige andere Missionen der Hauptstory. Nicht immer stürzen wir uns in Verfolgungsjagden oder spinnen abstürzende Hubschrauber ein. Manchmal müssen wir als Spider-Man auch die Feinde zuerst aus dem Verborgenen heraus unschädlich machen. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten.
Im Gegensatz zu den vergleichsweise linearen Blockbuster-Missionen lassen uns die Entwickler prinzipiell mehr spielerische Freiheiten, weil wir sowohl prügelnd als auch schleichend vorgehen können. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Allerdings verlaufen die meisten dieser offenen Passagen nach einem ähnlichen Muster, das sich leider sehr schnell abnutzt. Die ersten paar Mal faszinieren noch Schleich- und Kampfsystem, bis wir irgendwann herausfinden, dass wir eigentlich immer nur das gleiche Programm abspulen, weil sich die Schauplätze zwar optisch unterscheiden, im Levelaufbau aber kaum. Wie die Hauptmission schwanken die Bosskämpfe ebenfalls in ihrer Qualität. Richtig großartig finden wir zum Beispiel unseren Kampf gegen Schocker in einer Bank. Um das schier undurchdringliche Druckluftschutzschild des Superschurken zu knacken, müssen wir den Schocker alias Herman Schultz erst einmal reihenweise mit Schutt bewerfen. Dabei wollen wir natürlich nicht selber getroffen werden und müssen daher gleichzeitig versuchen, seinen gefährlichen Schockwellen auszuweichen. Gib auf, dann können wir dir helfen! Niemals! Du hast ja keine Ahnung! Das spielt sich nicht nur abwechslungsreich, sondern fordert uns extra heraus, weil wir stets auf das richtige Timing zwischen Ausweichen und Angreifen achten müssen. Anderen Bosskämpfen wie unsere Auseinandersetzung mit unserem ewigen Widersacher Wilson Fisk mangelt es jedoch an spielerischer Kreativität. Der Kingpin ist ein richtiger Brecher, der all unsere Tritte und Faustschläge mit Leichtigkeit blockt. Um ihn klein zu kriegen, müssen wir ihn erst einmal einweben und können erst anschließend ordentlich auf ihn draufkloppen. Einweben, draufkloppen, einweben, draufkloppen. Und nicht nur unser Kampf gegen den Kingpin verläuft nach einem eintönigen Muster. Bei vielen weiteren Bosskämpfen hätten wir uns eine anspruchsvollere Herausforderung für einen noch kreativeren Umgang mit Spideys Fähigkeiten gewünscht. Gerade weil das Kampfsystem eigentlich so viele Kombinationsmöglichkeiten bietet. Immerhin, jeder Bosskampf ist mit Zwischensequenzen und Quicktime-Events cool in Szene gesetzt. Spider-Man ist aber nicht der einzige spielbare Charakter, mit dem wir auf Superschurkenjagd gehen können. An einigen Stellen der Hauptstory dürfen wir nicht nur Peter Parker selbst spielen, sondern auch in die Rolle seiner Partnerin Mary Jane Watson schlüpfen, um Manhattans Unterwelt ohne den Einsatz von Superkräften zu bekämpfen. Anders als in Comics und Filmen verfolgt MJ als aufstrebende Journalistin ihre eigenen Ambitionen, um das Verbrechen zu bekämpfen. Ihre Missionen bestreiten wir ausschließlich schleichend und mit dem Fotoapparat bewaffnet, um beispielsweise an Infos über die dunklen Machenschaften von Mr. Negative zu gelangen. Hier und da werden unsere Ausflüge als schleichende Reporterin durch simple Rätseleinlagen alle Uncharted aufgelockert. Was ist das? Als Peter Parker hingegen gehen wir unter anderem unserem richtigen Job als Wissenschaftler nach, indem wir im Labor an Forschungsprojekten arbeiten. Zum Beispiel in Form von einfachen Puzzles, bei denen unter anderem im Spektrograph unbekannte Materialien identifiziert werden müssen. Die MJ- und Peter-Abschnitte sind im Grunde eine richtig coole Idee. Sie bereichern die Geschichte nicht nur um ganz neue, menschliche Perspektiven, sondern bringen tatsächlich spielerische Abwechslung in Spideys aufregenden Superheldenalltag. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Zumindest anfangs. Insomniac übertreibt es nämlich mit den Schleich- und Rätselpassagen, die wir ohne den Einsatz von Superkräften bewältigen müssen. Gerade am Ende, wenn die Story richtig Fahrt aufnimmt, werden wir so unnötig aus dem Geschehen herausgerissen. So verschenkt das Spiel gerade im Verlauf der Hauptgeschichte sehr viel Potenzial. Das großartige Kampfsystem, die unvergleichliche Schwungmechanik und die aufregenden Blockbuster-Sequenzen machen es aber wieder wett. Trotz Designschwächen in den Hauptmissionen und einigen langweiligen Bosskämpfen schickt uns Insomniac auf einen schwungvollen Action-Trip durchs fiktive Marvel-Manhattan. Spideys PS4-Debüt ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist tatsächlich das beste Spider-Man-Spiel aller Zeiten. Oder wie Spider-Man sagen würde, tragt ihr eigentlich Socken? Wenn ja, dann ziehe ich sie euch jetzt aus.